Ich soll ja über das Recruiting der Zukunft reden. Ne? Also Sie merken, das ist irgendwie komplex. Das Thema demografischer Wandel und so, War for Talents, das schenken wir uns jetzt. Ja, haben wir gehört. Es gibt 3 Baustellen in der Zukunft. Permanenter Mitarbeiterengpass. Also wenn die Studien alle stimmen und sowas, ja, alle sagen zwischen 1 bis 5 Millionen fehlende Arbeitskräfte. Management in Komplexität, das wird immer mehr. Ja, also wir wissen einfach nicht mehr, was passiert. Disruptive Innovationen, ein ganz tolles neues Wort. Ja. In der Vergangenheit haben sie ja Karriere gemacht, weil sie konnten nicht viel falsch machen. Ja. Es lief einfach, das System war statisch. Daher kamen ja auch die Management-Theorien alle auf. Ja. Zerlege einfach die Arbeit in Einzelteile und so weiter. Das war ja alles genau planbar. Das ist heute nicht mehr. Ja. Google macht vielen Branchen Angst. Die können alles, die haben so viel Kohle. Ja? Die können mal eben in den Automobilmarkt rein oder eine Bank werden oder sonst irgendwie was. Ja? Da muss ich mich darauf einstellen, das ist komplex. Und ich habe fluides Wissen als Hauptkapital. Ja? Wissensmanagement, das war schon 99 war das schon ein Stichwort, hat aber nicht funktioniert. Das ist heute wieder ein Stichwort und wir müssen irgendwie zusehen, wie wir das hinkriegen. Und das ist eine große Chance, denn das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, weiß ich nicht, der Wirtschaft, wird der Mensch im Vordergrund stehen. Rein aus Profitgründen. Ja, aber es ist ja erstmal egal. Man kann nicht alles haben. Und da haben wir wieder unser Problem, oder? Scheiße, der Mensch. Welchen Satz lesen Sie unter Garantie auf jeder Homepage und Karriereseite? Bei uns steht der Mensch im Vordergrund. Das ist aber selten wahr. Deswegen haben wir auch so komische Namen entwickelt. Human Resources, FTE, Human Capital, Mitarbeiter, Arbeiter. Du bist ein Arbeiter hier, du bist kein Mensch, ein Arbeiter. Und dieser ganze Käse mit Work-Life-Balance und sowas, ja, das kommt doch nur auf, weil die Unternehmen, weil das Management sagt, ja gut, irgendwas muss ich denen ja bieten. Außerdem wird ja eh alles flexibler und ist doch geil. Dann können Sie doch abends um 10 noch mit dem Kunden in China telefonieren oder sowas. Oder noch ein paar Codes schreiben oder sowas. Ja? Aber auch, dass wir uns nicht falsch verstehen. Ja? Man liest ja von Elbdudler, ja? Und Ose und Haufe Umantes, die alle schon so moderne Mitarbeiterstrukturen und sowas eingerichtet haben. Aber haben wir uns gestern schon darüber unterhalten, wie viel Prozent in Deutschland sind das 0,000001 der Unternehmen. Ja? Die meisten Unternehmen funktionieren immer noch klassisch. Du bist hier, um zu arbeiten. Ja? Dafür kriegst du dein Geld. Jetzt stellen wir keine Ansprüche. Mach mal keine Unruhe. Das war ein schöner Spruch von einer Führungskraft. Pass mal auf, wir machen jetzt hier so 2 Aktionen, dann sind die erstmal wieder ruhig und dann arbeiten die mal wieder. Ja? Die kommen überhaupt nicht mehr zum Arbeiten, weil die sich ständig unterhalten, wie scheiße das hier ist. Aber da wird nicht die Scheiße geändert, sondern da wird halt einfach was drüber gelegt. Ja? Dann können die mal wieder 6 Monate arbeiten, werden sind mal wieder produktiv und dann irgendwann dampft die Scheiße wieder hoch. Also das heißt, wenn der Mensch im Vordergrund steht, ja, dann müssen wir Talent neu definieren. Muss ich Gas geben. Schulen, Studiumsabbrecher. Also nochmal, wenn Sie wissen, und das müssen Sie wissen, weil das sagt jeder ernstzunehmende Wissenschaftler, dass unsere ganzen Auswahlkriterien null und nichtig sind. Komplett. Und wenn Sie das Leben kennen, wenn Sie wissen, dass ein Zaborowski, der 5 Jahre lang der erfolgreichste Personalberater in dem Unternehmen war, mit zwischen 5 bis 10 Personalberatern, dass der 3 Jahre lang am Boden lag, verzweifelt, Sozialamt. Wenn Sie das wissen, dass so das Leben funktioniert, dann müssen Sie anfangen, sich mit den Menschen zu beschäftigen. Und alles vergessen, was Sie vorher gedacht haben, was gut und richtig für die Personalauswahl ist. Und dann haben wir auf einmal auch keinen Fachkräftemangel mehr. Dann haben wir nämlich Schul- und Studiumsabbrecher. Dann haben wir Quereinsteiger. Dann haben wir Rentner, und die auch wieder reaktiviert werden übrigens, ja, von den großen Unternehmen, Bosch und sowas. Ja, die machen das alles wieder, die brauchen die Kompetenzen. Die kriegen dann richtig Kohle, ja, die Rentner. Dann haben wir Arbeitslose, die, seien sie ein halbes Jahr in Deutschland arbeitslos, ihre Chancen, einen neuen Job zu finden, ganz bitter. Aber deswegen sind sie doch nicht weniger intelligent. Nur weil sie auf intelligente Systeme treffen bei den Unternehmen und deswegen keinen Job kriegen. Wir müssen Recruiting neu definieren. Das ist mein Lieblingsthema. Das habe ich hier noch gar nicht angebracht. Recruiting über Netzwerke, Leute. Weil, wer kennt sich denn am besten?
die, die miteinander vernetzt sind. Ja? Und dann kann eben einer sagen, der Zaborowski, wenn du den einstellst oder den für ein Projekt nimmst, da bekommst du das und das und das. Und das und das, das bekommst du nicht bei dem. Das weiß ich. Ja, ich kenne den. Ja? Und das ist viel aussagekräftiger als irgendein Lebenslauf. Lebensläufe funktionieren übrigens überhaupt nicht, um irgendwelche Kompetenzen darzustellen. Das können Sie vergessen. Mein bestes Beispiel, das habe ich auf YouTube davon berichtet, ich habe einen Typen eingestellt, der sollte sofort eine Absage kriegen, von mir. Ich habe gesagt, der passt überhaupt nicht auf die Stelle, 0, 0, 0. Ich weiß gar nicht, warum der sich beworben hat. Und dann, das war aber so geil, der hat Informatik promoviert und Bauingenieur gemacht zwischendurch. Ich habe den angerufen, ich habe gesagt, Junge, ich muss dir absagen. Ja? Sagt er, ja, ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ich passe, aber was fehlt Ihnen denn an Infos? Ja, ich sage, das und das und das und das. Er sagte, okay, kann ich dir sagen. So und so und so und so und so. Ich sage, echt, das hast du gemacht? Ja, finde ich aber nichts. Ja, okay. Dann war das ein cooler Typ und haben gesagt, wir machen mal eine Telefonkonferenz mit dem Fachbereich. Und der Fachbereich hat gesagt, wie geil ist der denn? Den laden wir ein und der ist es geworden. Das war ein 100% Absagekandidat. Lebenslauf. Unglaublich aussagekräftig. Nein, nicht schlecht, nein. Nicht schlecht geschrieben. Also Sie können die Kompetenzen eines Menschen nicht in einem Lebenslauf unterbringen. Wie beleidigend ist das denn? Also wollen Sie mir wirklich erzählen, will irgendjemand behaupten, dass das, was Sie als Mensch können, auf zwei Seiten Papier passt? Ernsthaft jetzt? Also dann können Sie nicht viel.